Another Adventure. Juhu. Alleine in unserem Kopf. Mit vielen Zetteln. Und tausenden Gegnern. Ohne Munition. Wir spielen heute 2 Stunden ungefähr. Toll. Was stinkt hier so? Sorry, Abby, ich hab gepupst. Leute, jetzt mal unter uns, ne? So ein, zwei Witzchen darüber, dass sie aussieht wie eine russische Gewichtheberin, ist ja vielleicht okay. Aber so langsam ist es dann auch über. Wir wissen, dass Abby durchtrainiert ist. Und das ist auch völlig legitim. Reicht dann. Also kommt mal so ganz langsam wieder zur Ruhe. Über die Mauer. Meine Wots sind auf Live-Archiv? Warum? Warum sollten die auf Live-Archiv sein? Meine Wots sind hier. Sponge. Dankeschön. Gutes Backseat Gaming. Oh, cool. Münzen. Also Buchhalter, ich brauche meine Bots nicht auslagern. Ich finde, also ich habe keine DMCA-Geschichten am Laufen. Alles ist copyright-free. Also ich muss nichts irgendwie verstecken oder runternehmen. Meine Clips sind auch alle an, also alles gut. Gibt's weiter hier und auf YouTube halt. Nee. Oh, shit. Nee, ich lösche meine Worte. Das fängt ja gut an. Nur alte Clips und Wots gelöscht. Aber jetzt, seitdem, habe ich ja keine Copyright-Verletzung mehr. Also muss ich mir ja keine Sorgen machen. Nicht wirklich.
Wir sind noch Tag 1, oder? Glaube ich. Was zum Teufel? Hier ist nichts weiter, ne? Ja, direkt in einen Abgrund. Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Mir fehlt der Bogen, Chat. Ja, aber da hinten ist noch ein großer. Oder ist das ein Klicker? Das ist ein Klicker. schwer, Boogie. Sehr schön. Messer erforderlich. Ja, so viel Zeit muss sein, Chat, dass man sich da auch noch mal schnell ein Messer bauen kann. So viel Zeit muss sein. Das war's. Hey, wir können sogar schon Schalldämpfer bauen. Nice. Ich möchte den Bogen wieder haben. Ich bin auf dem Weg zum Aquarium, richtig, ja. Genau. Wir suchen Owen.
Hier ist nichts. Der Bogen ist wirklich ziemlich gut, Hungry. Also, der Bogen ist eine schöne, ist eine gute Waffe. Ist halt leise und ist halt One-Shot. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Deswegen, also, grundsätzlich ist der echt nicht schlecht. Hey, Draconi, moin. Verdammter Mist. Bleib mir einfach vom Leib. Na dann, zwei weniger. Nur noch Millionen. Ja, du, Abby, es wäre schön, wenn es Millionen wären, aber so die letzten gefühlt 450 Stunden haben wir drei gesehen. Ja, nicht. Also es ist schön, wenn dann mal wieder wer da ist. Gott. Hat sie mich gerade ausgelacht? Nee, ich glaube, heute schaffen wir das nicht, Panther. Wir sind jetzt an Tag 1 von 3. Und so wie es gerade anfühlt, wird das wahrscheinlich auch noch einen Moment dauern. Also ich glaube nicht, dass wir heute fertig werden. Okay, das funktioniert nicht. Einmal. Irgendwo eine Leiter oder so? Mach ich irgendwas falsch? Okay, einmal probiere ich es noch. Okay. Ja, wir werden morgen, wenn wir uns das bestimmt auch noch mal gönnen. Schon eine Weile hier. Morgen werden wir uns das auf jeden Fall noch eine Weile gönnen, denke ich mal. Also ich werde das heute nicht auf Krampf durchspielen. Außerdem möchte ich ja diese packende Geschichte, die uns hier dargeboten wird, genießen. Nee, das ist Vergangenheit, Marvin. Wir brauchen nichts abheften. Das ist Vergangenheit, nicht Gegenwart. Leider. Hm. 689689. Scheiße!
Sehr schön. Wo ist denn der Safe? Aber ein ganz schönes Chaos angerichtet. Hier ist der Safe. Ich dachte, das war's. Ich hab mich verlesen. Cool. Urban Warrior. Oh, Munition ist voll. Immer noch voll. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb eines kurzen Zeitfensters dein nächster Nahkampf ebenfalls ein Schlag. Was? Ja, was soll denn das sonst sein? Ein Handstand? Okay. Ich glaube, die Übersetzung ist einfach kurz für einen Moment ein bisschen weird gewesen. Märtyrer Tor. Der Waffenstillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Isaac. Fuck. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin.
Wisst ihr, was das Schöne an Computerspielen ist? Wenn man immer wieder dasselbe macht und der Entwickler das als neu verkaufen möchte. Schön, dass wir das nicht alles schon mal mit Ellie gemacht haben. Sollen wir uns jetzt nochmal freuen, dass wir noch ein Holster gefunden haben? Sollen wir uns ja nochmal freuen, dass wir nochmal einen Holster gefunden haben? Yay! Wow! Das könnte ich gewesen sein. Leute, hier ist die Story von The Last of Us Part 3. Hingehängt. Ich hab's euch gesagt, wir müssen Zettel sammeln. Sie ist keine gute Fee. Okay, immerhin mal eine praktische, bitte. Nur zwei Zettel? Oh, das ist enttäuschend. Ah. Ganz schön viel verlangt, Kumpel. Oh. Oh. Vier Zettel. Oh, da will jemand Sex haben. Noch mehr? Oh. Fünf! Vielleicht spielst du noch mal die Story von Tommy. Ja, das wäre geil. Dann haben wir 60 Stunden Spielzeit. Das wäre cool. Vielleicht finden wir ja da auch noch mal ein Holster oder so. Und machen irgendwas Aufregendes. Oder Dina? Geil, dann haben wir 70 Stunden Spielzeit. Und dann können wir Jesse noch mal spielen. Vielleicht spielen wir jetzt einfach alle Charaktere, damit wir irgendwas über die erfahren. Vielleicht haben wir deswegen in den einzelnen Storysträngen keine Charaktertiefe, weil wir die alle nochmal spielen. Ich meine, Abby lernen wir ja jetzt kennen. Und der Strang ist wirklich nicht schlecht. Twitch Prime. Bis auf die nüchternen Stellen zwischendrin ist es wirklich nicht schlecht. N-U-U-U-L-S. Das klingt so, als würdest du 10 von 10 Reviews der Spielejournalisten nicht zustimmen. An absolut gar keiner Stelle ist dieses Spiel 10 von 10. Nicht mal 9 von 10, geschweige denn 8 von 10, geschweige denn 7 von 10. Wir können uns bei 6 einpegeln oder 5. Aber 10 von 10, weiß ich nicht. Da musst du sehr verliebt gewesen sein in das Game. Aber dazu werde ich mich später mal äußern, wenn wir durch sind. Die Sonne geht unter. Weil ich möchte jetzt das Game eigentlich erstmal spielen und Zettel sammeln. Hat das hier eine Bewandtnis, dass wir hier hinkommen? Sieht so aus. Nee. Hier? Nee. Oder doch? Nee. Nee, wir müssen. Nee, müssen wir. Wir müssen hier. Nee, das stimmt nicht, Sindre. Das stimmt nicht. Da gebe ich dir nicht recht. Da wird alles hochgeladen, Marvin, ja.
Jetzt gerade kommt The Last of Us 1. Wenn das bei YouTube komplett oben ist, kommt The Last of Us 2 dann im Anschluss. Warte bitte bis zum Ende mit deiner Währung. Das ist der Mittelteil. Ey, Ketzer, also das wird sich nicht ändern, egal wie gut das Spiel noch wird, weil ich habe bis jetzt 17 Stunden meiner Zeit oder 18 Stunden meiner Zeit mit sinnlosen Rumgeplänkel verbracht. Da wird sich nicht großartig was ändern, auch wenn Abby's Teil großartig ist. Wir sind von der Prophetin gesegnet. Dank ihr leben wir einfach. So viele Gebäude, so viel Überfluss. Diese Verschwendung. Ihr Untergang war selbst verschuldet. Möge uns hier Licht durch das Dunkel führen. Wie geht's gut, Akumio? Wie geht's dir? Oh, oh. Bist du drin? Nein. Aber ich, Leute, ich will das gar nicht jetzt bewerten. Ich will einfach nur spielen. Also ich möchte nicht darüber reden. Ich möchte Spaß haben und Zettel sammeln. Denn das macht mich glücklich. Das macht mich sehr glücklich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch einen zweiten Holster finden. Weil das würde mich auch sehr glücklich machen. Natürlich kommst du gerade rein. So viele Bücher, so viel unnützes Denken. Wolltest du noch nie etwas lesen, das vor der Katastrophe geschrieben wurde? Nein, und denk daran, was mit Noah passiert ist, als man ihn mit einem Buch erwischt hat. Vielleicht können wir aus ihren Fehlern etwas lernen. Schreiben wir lieber weiter eigene. Du willst das... Was? Ein Wolf ist auch hier! Stimmt, den Bogen möchte ich auch nochmal finden. Aber ich weiß nicht, Abby ist, glaube ich, nicht so der Typ Bogen. Abby ist mehr so Typ Axt und Typ... Oh! Typ Axt und Typ... Wir hauen richtig mit der Fäuste rein. Sie versteckt sich irgendwo. Wow.